Wie man sich unter Campern hilft. Ich habe im Abspülbereich gerade zwei kennengelernt, ein Pärchen mit dem Wohnmobil unterwegs sind. Und dann habe ich erzählt, dass ich sonst immer mit dem Stuhl unterwegs bin. Aber heute habe ich hier einfach nur mal die Light-Variante. Und dann haben die mir doch tatsächlich hier einen Stuhl. Ilien. Toll, ha? Camperlife. Hier vorne ist der Bergheider See und der F60 Bagger. Und wenn man es hören kann, macht die Natur hier Strom. Und da ist mein Fahrrad. Ich stehe jetzt hier in so einer ehemaligen Braunkohlegrube, wo die riesigen Bagger hier Braunkohle rausgeholt haben. Und jetzt ist hier Renaturierung angesagt. Eine geniale Sache hier für Radfahrer. Fahren nach Zahlen, also nicht nur nach den Ortschaften kann man sich orientieren, sondern auch nach diesen Zahlen. Das ist natürlich mega einfach und super angenehm. Hier lebt ein Storch mit seinen Jungen und unten drunter, leider nicht sehen, sind auch ein Hängenest, also quasi ein Hausprojekt. Ah, da war gerade einer. Wenn dir der Bikepacking-Trip Regen und Sturm gibt, dann mach Hitze raus. Irgendwie passt es immer zu meinen Trips. Es hat immer einmal Regen und ich muss immer einmal in die Unterkunft. Und dann muss ich auch nicht im nassen Zelt schlafen und hab's warm und bin dann auch wieder fit für den nächsten Tag. Es soll dann auch dann besser werden. Ja? Schauen wir mal, was draus wird. Bikepacking Tag 3. Durch die Nacht in der Unterkunft, da dachte ich eigentlich, ich gewinne dadurch wieder einen schönen Tag, aber ja, Temperaturen lassen zu wünschen übrigens, Sonne ist leider auch keine da. Ich mache mir jetzt gerade mal hier noch gerade was Heißes gekocht und mal schauen, wie der Tag heute noch so wird. Ich glaube, ich mache nicht mehr so lange heute. So, jetzt bin ich hier beim rustigen Nagel angekommen. Den Nagel, der steht so ein bisschen raus und da kann man auch hochlaufen. Will ich jetzt gleich mal machen. Auf dem rostigen Nagel kann man sehen, dass diese einzelnen Teile hier aneinander geschweißt sind. Also dieser Nagel kam Stück für Stück in die Erde und jetzt geht's nach oben. Hinter mir ist die Grabbertmühle, das ist die Sage um den Zauberlehrling Grabbert. Das könnte hier Grabbert sein. Das ist so ein bisschen die düsterere Version von Harry Potter. Und da schaue ich jetzt mal, was es dort so Touristisches zu sehen gibt. Start und Zwischenstopp war Ruhland. Erste Übernachtung. Dann ging es hier zu den Biotürmen und dann hier über diese spannenden Tagebaugeschichten hier zum See, wieder runter zur Unterkunft und dann heute über den rostigen Nagel durch die Seen zur Krabbertmühle und hier geht's nach Hause.